fine, Ralph. You worry too much. So, rennen wir mal ein bisschen über den Wumm. So, hier, ne, Danny Bar, pass mal auf, Alter. Ich bin schneller als du. Okay, ja. Wir sind Polizisten, ne, müssen uns zusammenreißen hier. Ja, kann man so viel Quatsch machen, ne, finde ich gut. Der Ernst des Lebens kommt da früh genug, liebe Leute, ne? Können wir auch mal ein bisschen hier Scheiße machen. So, pass mal auf. So, drücke Y, wie, genau wie bei Sleeping Dogs. Machen wir mal. Tür auf, bitte sehr. Halte R. Was? Moment. Drücke. Was? Schnauze. Drücke linke Taste. Okay, Tatort in Gasse. Okay, wir müssen da wahrscheinlich den jetzt markieren. So, Waffen und Munition so als, fest, als Ziel festlegen. 367 South Central Avenue. Warte mal, drücke LT oder RT. Wir suchen eine. Okay, das ja, das kriege ich hin, aber wir wollen das erstmal. Okay. So. Ah, da können wir uns. Ah, okay. Da können wir uns umgucken, beziehungsweise ne, wir sehen da den Spiegel, ne, was hinter uns so abgeht, ne? Okay, ich bin Spiegel, ich darf das. Fahren wir da mal her, ne? So. So, hier kommt die Polizei. Kommen wir hier rein? Dürfen wir irgendwo? Das ist, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Fahren wir mal ein bisschen durch die Gassen, ne? Schön hier, ne? Ja. Ich bin ehrlich, ich würde viel lieber Autos klauen hier, ne? Dann müsste ich wahrscheinlich GTA spielen. So, bitte sehr, ne? Habt ihr gesehen, mit welcher Eleganz euer Sensei hier durchgefahren ist? So, okay. Naja. Mach mal wieder aus, ne? Macht ein bisschen viel Krach. Oh, ich glaube, hier muss ich rein. Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben es eilig irgendwie, bitte sehr, ne? Ich meine, gut, wenn dann die Sirena machen, dann haben wir natürlich eine freie Bahn, ne? Plötzlich hier kommt die Polizei! Polizei. Den Zauberer uns angucken, ne? Ja, macht er gut, ne? Finde ich amtlich, ne? Oh, das war einer zu viel, Entschuldigung. So, wir müssen natürlich auch nochmal nach Fünferpersonal gucken. Was haben wir denn hier? Ein Kellner. Aha, haben wir denn überhaupt schon einen Tisch? Ich glaube, hier unten haben wir einen Tisch, aber wir haben nur einen Tisch, ne? Ja, okay. Oh, oh, scheiße, schon wieder. The police are on their way to the casino. Moment, 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 Moment. Wachen. Ach, der Killer ist schon tot. Killer, Moment. Pass mal auf hier. Angreifen. Der hat für Slammer. Ey, selbst Billy schickt uns Killer. Boah, liebe Leute, also wie gesagt, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass irgendwie die Racheaktion hier in diesem Management... Okay, scheiße, das kommt jetzt auch noch hinzu. Dass die, aber wenn das sowieso so ist, pass mal auf, dann machen wir mal Folgendes. Aha. Greift den mal. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Randale. Schnauze voll, wenn die uns eh Killer schicken, dann ist es auch egal. Ja, ja, genau. So, aha. So, angreifen so lange. Ne? Jetzt kommt gleich noch ein Auto. Safe, Auto safe, Auto safe, Auto safe, Auto safe. Ja, liebe Leute, ich wollte eigentlich ganz friedlich anfangen, aber das ist, selbst Billy Boy schickt uns Killer. Und, das heißt, wir haben ja keine Chance, irgendwas zu machen. So, pass mal auf. Schmeißen sie raus. Das ist aber gut. Die wird noch rausgeschmissen. Wir werden den guten Billy jetzt angehen. Also wenn das eh darauf hinausläuft, dass wir gar keine Chance haben, ohne irgendwie ne mit so krassen, radikalen, wie soll ich sagen, Racheaktionen zu... dann machen wir... Gehen wir jetzt aufs Ganze. Pass mal auf hier. Greif den mal an. Doch. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war Captain Dredd. Genau. So hat er mal ausgesehen, ne? Hier? Ja, cool, da ist Guybrush, ne? Und, hat sich doch ein bisschen was geändert, ne? Hier. Dread Boy, Baby. Are you Captain Dredd? Ja, Mann, I'm Captain Dredd. Ja, what man. Can I do for you? Ah, Rastafari, ja, schau. Wie ist das denn hier? Ah, hat sich wirklich umgedreht, das ist gut, ha. Rastafari. If you be a Rastaman, you have never zaster, man. Genau, ich muss ein Schiff schaffen. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because. A while ago, I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it,
No way, man. Besides, that mean and nasty guy Largo, he has an embargo on the island. No ships can sail in or out without his approval. There's no way he would let me leave. Okay, genau, nice locks. Navy dreads. Thanks, man. Ja, Rastafari. Genau, für so einen Halskette. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Okay, die Kannibalen haben wir, glaube ich, im ersten Teil auch gefunden und getroffen und, Gee, I think I've met your friend. Ich auch. Unlikely. Das war unser Navigator, oder nicht? Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Besides, Largo has an embargo on the island. Okay. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Ja, treasure hunting. No, treasure hunting. Okay. Mal, hätte das nicht eben besser gerade? Das ist, okay, wir gehen mal hier den Weg, ne? Ja, kann man das irgendwie auch beschleunigen? Ne, kann man nicht. Das muss man schon, ne, ertragen, dass der gute Guybrush ganz gemütlich und locker da durch die Gegend läuft. Ne? Ist nicht das Schlechteste. Kann man drauf klarkommen. Ne? So, wir sind mal hier, gehen wir zum Friedhof. Mal gucken, was da drin ist. Oh. Sind wir gleich hier in, okay, ich will das jetzt nicht näher hinterfragen. Schöne, viele kleine Töpfchen, ne? Das ist eine gute Sache, ne? Und, ja, ich glaube, da gehst du leer aus, mein Kind. Ne? Pass mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Ne? Dich müssen wir als erstes mal füttern. Ne? Was ist das jetzt? Ja, das ist immer genau. Wie gesagt, die lesen so alle auf den Scheiß aus. Ne? Finde ich persönlich sehr gut. Ne? Amorb ist schon weg. Der ist schon weg. Super. So, aha. So, Süße, du machst jetzt hier mal Folgendes. Und zwar Karton nehmen. Ne? Du rappelst einen Karton. Jetzt kommt ein Karton. So. Okay. So hat er mir auch wer gesagt, man sollte die Zeitung abbestellen, damit das nicht so wüst aussieht. Ja, erstmal müssen wir jetzt dafür sorgen, dass unsere gute, ne, Gretchen, ein bisschen was zwischen die Rippen kriegt, ne, und das Kind oder Kinder, die hat ja gekotzt für drei, ne, ich hoffe mal, das bleibt alles halbwegs im grünen Bereich, ne, Gretchen, pass mal auf, was? Woohoo! Was, was ist los? Oh. Kommt das Baby oder was? Oh, Scheiße, das Baby kommt, Freunde, das Baby kommt. Du kämpfst hier noch. Oh. Oh. Hug mal. Okay, es wird bald Nachwuchs geben, okay. Oh, ich hab flohen, aber... Huh? Sibli? Ram Latish! Böngelchen, nee, das hatten wir schon, ist aber auf jeden Fall ein Junge. Wie nennen wir denn mal einen Junge? Einen jungen Bengelchen? Nee, wir hatten ja Engelchen schon mal in den ersten Folgen der Sims 2, die wir so gespielt haben. Name, Junge, ich habe ja fest mit einem Mädchen gerechnet, bin ich ehrlich. Hätte ich jetzt einen Namen parat gehabt, aber beim Junge weiß ich nicht. Hier sind wir jetzt im Zimmer des Mörders. Gucken uns mal ganz in Ruhe um. Hier ist das Bett und wir müssen hier alles ganz schnell. Oh, ein Schränkchen. Aufmachen. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Ja, wir sind jetzt hier im Allerheiligsten des Mörders. Wir gucken mal, das Bett ist viel, viel größer als die schmale Pritsche, die in meinem Zimmer steht. Na, da hast du was falsch gemacht. Du bist halt kein Mörder, George. Sei froh. Guck mal uns das Kopfkissen mal an. Der kann jeden Moment wiederkommen, das wird auf diese... Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Auf jeden Fall ein schönes Himmelbett, das muss man... Was ist das jetzt hier? Ach, das ist das, okay. Ich dachte, das wäre das Nachtschränkchen, okay. Da steht aber noch ein Koffer. Das Bett ist frisch gemacht und die straffen... Ja, hier ist ein Koffer. Ah, ein Koffer. Ein Koffer. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau, wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Leer. Aha. Dann,
Was ist das? Das ist das Bett wahrscheinlich, ne? Okay, dann gucken wir mal den Schrank. Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Antikes Möbelstück. George, du bist Antikfachmann. Okay, mach mal auf. Oh, hoffentlich kommt der Mörder jetzt nicht, liebe Leute. Guck. Oh, da können wir es nehmen. Die Taschen seiner Hosen sind leer. Leer. Die Taschen seiner Hosen sind leer. Okay. Die Hosen sind frisch gewaschen und gebügelt. Aha. Was kann man da nochmal? Okay, wieder zu. Ah, das ist eine Lupe. Das dürfte nicht das Bett sein, theoretisch, ne? Doch, das ist das Bett. Das Bett ist frisch gemacht und... Okay. Wir müssen irgendwas in dem Schrank finden. Die Taschen seiner Hosen... Die Hosen sind frisch gewaschen und gebügelt. Okay, der Koffer war auch leer. Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Okay, das ist nur das Bett. Okay, dann gehen wir mal wieder raus in der Hoffnung, dass er uns jetzt nicht über den Weg läuft. Scheiße, Bruder, scheiße. Was jetzt? Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Jetzt keine Zeit für Klo. Genau, Schrank. Gute Idee. Idee. Oh. Jackie, Estacado-Fans, willkommen hier im Tunnel. Ich weiß nicht, ob es der Liebestunnel ist oder der Tunnel der Verdammten. Ich weiß gar nichts, ne? Ich muss mal ganz kurz da bin ich an meinen Popschutz geballert. Aber irgendwie, ne, das ist alles ganz aufregend. Ich bin total überfordert im Leben. Oh, da können wir da was kaputt machen. Ja, geht leider nicht wirklich, ne? Aber okay. Ja. Hm? Ach, da geht's einfach weiter, okay. Du hast du gerade Sack gesagt? Pass mal auf, Alter. Das ist nicht nett von dir. Wenn du irgendwas angucken oder so, oder? Was stehen wir hier rum? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich eine gute Frage. Stütze die Finsternis. Da gibt's wieder Essenzen. Ich habe einiges verfügbar, aber ich weiß eh nicht, was ich hier kaufen soll. Talente. Wir können ja mal gucken, ob irgendwas Schönes dabei ist, ne? Pass mal auf, ich will diesen Fliegenschwarm will ich mal kaufen. So, dann nehmen wir den nächsten direkt, ne? Ich habe keine Essenz mehr. Na gut, dann lassen wir es bleiben. Okay, wo ist der Finsterling? Da ist er. Okay, dann gehen wir mal weiter. Jackie Estacado. Was für eine angenehme Überraschung. Bist du endlich zur Vernunft gekommen? Ich weiß nicht, ob die Überraschung so angenehm ist. Wo ist das Licht? Bleib hier! Ich muss mit dir reden! Ist wieder mit Licht. Scheiße. Licht. Halte dich vom Licht. Ja, ich möchte ja gerne, aber irgendwie geht's nicht. Dumm. So, okay. Ist mein Herz entfressen zum Regenerieren hier. Genau. So, jetzt, Freunde, jetzt sind wir ganz ruhig hier, ne? Ja, findest du irgendwie... Ja, so ungefähr. War das gut? Habe ich es richtig gemacht? Ich weiß auch nicht. Desert Eagle. Okay, aber ich nicht. Alter, du sollst nicht immer auf die Leichen urinieren. Das macht man nicht. Ja, genau. Wir nehmen auseinander. Wir verzehren erstmal ein Herzchen. Okay. Okay, das klingt nach einem Plan, aber... Was ist denn das in der Flasche? Ein Schlepper? Das ist ein detailgetreues Modell der SS Lumbago. Ich habe nur Schwierigkeiten, den Ladebaum durch den Hals zu schieben. Siehst du? Das ist ja lustig. Und ich dachte immer, Leute mit Lumbago hätten Schwierigkeiten mit dem Rücken und nicht mit dem Hals. Schon gut. Ich gehe lieber schon mal packen. Ei, mach das, Söhnchen. Das ist ein Mediziner-Manny oder was? Das ist...
gucken wir mal hier. Das sieht aber ganz schön, also nicht wirklich so sonderlich sicher aus, liebe Leute. Die SS Limbo hätte ein bisschen liebevolle Pflege nötig. Ja, was können wir machen? So gut war ich noch nie im Hochsprung. Diese verfluchten kurzen Beine. Ja, das ist tragisch, Mini. Abgeschlossen. Ich weiß. Ich habe es selbst abgeschlossen. Aha. Abgeschlossen. Ich weiß. Ich habe es selbst abgeschlossen. Ja. Meine lieben Leute, was jetzt kommt, ist ein absolutes Highlight. Seht ihr hier? The Man in the Moon. Und jetzt werden wir ein Gedicht der Extraklasse rezitieren. Ich weiß das noch, weil ich habe das damals gefeiert, dieses Gedicht. Und das müssen wir uns jetzt mal angucken. Wie Knochen so bleich schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Das will ich unbedingt nochmal hören. Und jetzt zusammen. Wie Knochen so bleich schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Will ich nochmal? Und jetzt zusammen. Ja, yeah, die Knochen so bleich schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Ach, meine lieben Leute, das ist so wunderbar. Das ist, ach, dieser Mond, das ist toll. Das ist Grim Fandango, liebe Leute. Das ist auf jeden Fall. Kommen wir da irgendwo hin? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wie Knochen so bleich schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Meine lieben Freunde, seid uns ganz recht herzlich gegrüßt. Hier ist Spielkind 45 und der weltbeste Spieler aller Zeiten, der Crochet. Hallo. Guten Tag, Mr. Crochet. LPT mit Mr. Crochet. So, wo gehen wir rein? Wir haben ja letztes Mal zweimal die Fresse richtig voll gekriegt. Was heißt, war schon knapp. Aber jetzt wollen wir die beiden Penner fertig machen. Und das läuft genau jetzt. Welches Team nehmen wir? Orange. Orange. Gut, dann gehen wir an Orange beitreten. So, bitte sehr, Freunde. Jetzt gibt's eine ganz fürchterliche Rache. Läuft gut, schau mal. Hm. Boah, du hast mich weggekickt, Alter. Ich doch nicht. Nein, der Jester, der Penner. Ah! Krüger, ja! Ja! Da hab ich ihn gemacht. Mann, das ist es. Das war aber auch mehr reingelogen. Ja, aber die Vorlage war schon gut. Mit dem Arsch, genau. Super. Ja. Perfekte Sache, das. Ja, und jetzt nur noch hinten dicht machen. Ja, wie die Fortuna. Nein, die Fortuna greift eigentlich an, ne? Fliegt dann erstmal ein bisschen durch die Luft. So. Butsch. Sehr gut. So, ich hole mir den Turbo, genau. Babene. Scheiße, zu feste und die falsche Richtung. Wo bist du, Alter? Hast du das? Ja! Oh, am Lattenkreuz, ey. Oh, pardon, ich hab nicht gesehen. Ich, Entschuldigung. Warst du das? Ja, ich war das. Das tut mir auch leid. Warst du das? Es ist. Nein. Oh! Aber gerettet. Genau, so. Jester schiebt ein bisschen von der Bahn hier. Bist du in der Mitte? Ja, ich bin in der Mitte. Ich bin voll in der Mitte. Und. Ja! Sogar eine gewollte Vorlage. Kleinen Penner, ein gewollter Schuss ins Tor. Ihr meint, wir könnten uns verarschen hier. Ne? BVB und Fortuna ist unschlagbar, ne? Hast du gesehen, wie schön ich ihn reingelüpft habe? Das ist ja vom Allerfeinsten, ne? Musst du dazugeben, ne? Ja. Also wenn du nicht lenken musst, bist du richtig gut. Ja, dann, aber nur dann. Aber nur dann. Man muss ja leider ein bisschen bei dem Spiel lenken. Oh, ich bin im Tor. Zählt das auch? Kriegst du den? Ja. Oh nein. Ich hab ihn verpasst. Aber ich schieße nochmal zurück, Alter. So, jetzt kommt eine Vorlage von mir. Eine super Vorlage, wenn ich sie dann treffen würde. Putsch. Naja.
Naja, komm, es war. Es sah auf jeden Fall sehr gekonnt aus. Nee, gar nicht. Also aus meiner Sicht. Ja, nee. Das ist. Richtig. Da hast du! Hinter dir! So, jetzt mit ihm, bitte sehr. Ja! Twee! Das ist super. Plus 6, guck mal. Missy Deluxe, und dann kommt da auch ein schönes Ding. Schön, ne? Ja, aber. Condor Trans. Unter einem Logo aus einem fliegenden Vogel stehen die Worte Condor Transglobal Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Marseille. Es fängt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Aubier hat Nicos Entführung organisiert. Aubier hat Geld in Marseille abgehoben. Aubier steht in Verbindung zur Transglobal, die wiederum ihre Fracht von einem Lagerhaus in Marseille aus verschicken. Das stand also früher mal auf dem zerrissenen Transglobal-Etikett. Marseille, nicht Mars. Das ist zwar keine brandheiße Spur, aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische. Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Tja, wir kommen hier in Marseille, meine lieben Freunde. Ne? Auch eine tolle Szene, finde ich. Und ich habe das damals echt gefeiert hier. Das ist ein Highlight dieser Episode. Gucken wir mal in den Zaun. Ein Maschendrahtzaun versperrt den Zugang zu den Docks. Maschendrahtzaun. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Killer? Gutes Hündchen. Ein böse aussehender Wachhund. The end, the best hand tag support. Na Jungs, habt ihr das alle verstanden? Ja, Jungs und Mädels, hier gibt's auch eine Lady. Ja, wir können jetzt hier gucken, wer da alles dabei ist. Ich kenne keinen. Wie gesagt, das ist aus dem Jahre 2005 und da gab's so ein paar Größen, so die ich auch noch kenne und die ich auch mal bei Poker früher geguckt habe. Ist, glaube ich, der berühmteste Chris Jesus Ferguson. Die anderen kenne ich alle gar nicht so. Ich bin da, ne, wie gesagt, nicht so wirklich drin in der Szene. Und ja, das ist auf jeden Fall, das ist der gute Stan. Das ist der gute, wie heißt er? Gnün oder wie auch immer. Das ist die gute K-Jet, ne? Das ist Dan, das ist G-Fun, das ist Tyrell und das ist Eddie. Ne? Und wir sind hier. Ne? Ich habe das auch probiert mit Webcam aufzunehmen, mit Facecam. Das läuft irgendwie nicht. Ist auch egal. Wir machen das erstmal ohne und wir gehen erstmal hier auf Deal und lassen uns mal ein paar Karten geben. Ne? Also wie gesagt, hier bitte sehr. So, ist auch so eingestellt, ne? Wenn wir raus sind, dann gibt es das... He falls, genau. And he's gonna get out of the way now. Er will auch raus, okay. Looks like he's throwing the man. Okay, Eddie, Junge. Looks like he's throwing so, wir the gucken man. Uns mal ganz kurz unsere Karten an. Das können wir so machen. Wir können klicken und Dame 9 in Karo. Ich meine, wir sind im Let's Play, ne? Also würde ich sonst normalerweise nicht mitspielen, aber ne, wir gehen mal hier auf Kall. Ne? Wir kallen mal. Hier kann man übrigens raisen, kallen, folden. Das ist hier, hier kann man auch noch ein Kastenbett einsetzen. Und wir callen mal. Decision has to be made. Ja. Ich werde jetzt schon mal eine Decision maken und wie bitte sehr. He must like what he has yeah. And stay in. Na klar. Sometimes it's just better to be safe. Okay. He'll call. I agree with that play. Let's see what happens. Okay, was hat die Sitting Kleine? In the big blind, oh. And she'll play for free. She play for free, genau. Sie checkt erstmal eine Runde, gehen wir hier auf and Deal. And the flop is... Okay, da wird wahrscheinlich schon... Okay, das ist natürlich nicht ganz schlecht. Allerdings, ein Ass ist immer so eine Sache, wobei wir haben schon einen kleinen Doppelzwilling. Also, wir mal hier continue. So, was macht er jetzt hier? Wie heißt er? He's all in for his tournament life. Okay, da hat er auf jeden Fall schon mal einen and Zwilling. She'll get out of the way. Warte mal, was ist, vielleicht hat er einen Zwilling König, Dame, wir gehen mit. Liebe Leute, dann ist das Spiel sehr schnell zu Ende. Aber haben wir die Möglichkeit, noch direkt eins hinterher aufzunehmen und ihr könnt dann mal kommandieren, wie ihr die ganze Scheiße hier so findet. Ne? Ich gehe mal auf Call, ne? Dann das machen wir. Tough decision has to be ja.
So, wir haben jetzt alles Decision gemacht und... And here's the turn. Okay, das sieht gut für uns aus. Jetzt, wenn keine 10 kommt, ist der Bruder pleite. And now the river card. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Aber im River, im verkackten River kommt die verkackte 10 und wir tun gehen. Tun, Dodian, wirklich, liebe Leute, das wisst ihr. Also tun nicht gebrauchen und wir sind draußen, liebe Leute. Das war eine sehr kurze Runde. Another opponent is eliminated and the stakes are raised. And the stakes are raised, okay. So gemein. Ich finde das so gemein. Wir hatten alles in der Stadt. Okay. Na, der coole Blues begleitet uns nach Hause. Schweren Herzens mit geknickten Socken, ne? Gehen wir jetzt die Straße entlang. Wir sind pleite, ne? Ja, der Kleine, ne? Ich weiß nicht, irgendwie traue ich dem ganzen Scheiß nicht. Jetzt guckt euch das mal an. Ja, Kleiner, wir kommen schon. Ja, schön, ne? Alles voller Graffitis. Nur wenn du so eine Graffiti-Gegend hast, dann haben die Graffitis auch andere Bedeutung, ne? Also nicht nur Schmierereien und eventuell schönes Kunstwerk, sondern in der Regel verlassen das auch dann irgendwelche Ganggeschichten, ne? Ja, wir kommen schon. Ne? Mach dich mal geschmeidig da, wir sind nicht mehr der Jüngste. Ne? Ich kann ja nicht rennen, ich kann nur laufen. Also ganz normal laufen, ne? Was machst denn du da, Alter? Bist du da am Einbrechen? Okay, die ist am Sauber machen. Oh, da geht die Party ab. Cool. Gibt's hier was zu trinken? Ach, der gute Max Payne wollte ja sauber bleiben, beziehungsweise trocken bleiben. Gibt's denn hier vielleicht eventuell einen Painkiller? Ihr wisst ja, ich bin total scharf auf Painkiller. Oh. Aber hallo. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Ja, die Hütte im Kloster, ne? Schöner Vergleich. Klar, dem fehlt natürlich jetzt die Sauferei, ne? Wobei, wenn man das so sieht, dann hat man ruhig. Continua dando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you need? O que você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo. Por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Anda logo. Da puta! Valeu, mano! Bem-vindo à favela Nova Esperança! All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Okay, na, Wumme weg, Uhr weg, Brille weg. Stay off the sauce and somehow I'd still ended up in the gutter. Naja, ohne Alkohol, ne, das ist alles ziemlich traurig, ne. Ja, hier sieht es ganz schön finster aus, Freunde. Das ist, hier liegt ein alter Kühlschrank, ne. Ja, Max, du reißt die mal ein bisschen zusammen. Meine lieben Piraten, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier. Neue Folge, wir waren ja jetzt mal gekennt hat, irgendwie so einmal ne, um die eigene Achse gedreht, ein halbes Mal, auf jeden Fall, wir stehen auf dem Kopf, ne, und ja, wir haben jetzt hier das Bullauge entdeckt und wir haben hier einen riesigen Diamanten klar gemacht, ne, und dieser Diamant, man hat es wahrscheinlich schon in einem oder anderen Fernsehfilm gesehen, ne, dass man mit Diamanten auch Glas schneiden kann, insbesondere bei Einbrecherfilmen, ne, und wir probieren das mal die will ja nicht nehmen, die Ente, ne. Können wir die zum Knacken bringen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich mit dem Ring daran kratze, platzt sie. Das wollen wir verhindern, liebe Leute. Dann machen wir das mal hier mit dem. Können wir das Porträt von. Juwelen nützen hier nicht viel. Okay, dann machen wir jetzt hier mal das Bullauge klar, liebe Leute, ja?
Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, Elaine. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du, ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann Guybrush, immer wieder zu... halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush. Oh. Wally? Du lebst. Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist dein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Guybrush! Part 2, Kapitel 2. Ein hochkarätiger Fluch. The curse gets worse. Oh nein! Elaine? Elaine? Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Naja, ich mein... Frauen stehen auf Gold, auf Schmuck. Jetzt ist er komplett Schmuck. Das ist... es gibt Schlimmeres. So. Fahren. So, wir haben das Ding auch schon dran, ne? Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo kommen wir jetzt hier raus? Oh Gott, wir müssen da durch. Okay, das ist... schlagen wir mal ganz weit ein. So, passt mal auf hier. Ihr wisst ja, ne? Ich bin Gamepad-Virtuose, ne? Immer schon gewesen. Ich habe es nämlich mit dem Einschlagen, hier habe ich es nicht so wirklich, beziehungsweise mit der Berechnung meines Hängers, weil ich bin zwar ein Hänger, aber ich bin noch nie mit dem Hänger gefahren, sag es mal so. Das könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr möchtet. So, pass mal auf. Okay, da komme ich, glaube ich, raus. Okay, da ist der Rückspiegel, muss ich, ne, schauen. Da ist der, also da sehe ich zumindest, dass, ob ich da irgendwie langschrange im Schrank hier. Das ist der linke Spiegel, ne? So, wo müssen wir hin? Das Navi ist übrigens tückisch, ne? Ich bin schon ein paar Mal drauf reingefallen, ne? Das ist, Moment, komme ich da rüber ein bisschen, glaube ich, hier noch weiter nach da, sollte ich irgendwie fahren, ne? So, okay, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken, da kommt keiner. Okay, wir blicken mal rechts, so, Moment. Okay, da komme ich, glaube ich, durch. Ja, hat geklappt, die Leute, hat geklappt. Oh, 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 guten Tag, Kollege, wir sind hier neu. Ja, das ist, so, okay, wo muss ich hin? Oh, fuck, nein! Schon das erste Desaster. Ich hätte hier reingemusst. Das ist so viel Information auf einmal. Aber wir rammen jetzt... Moment, das war falsch. Das... So, jetzt ohne Rücksicht auf Verluste. Ein bisschen weiter. Moment. So. Okay, da wäre ich fast falsch gefahren, ne? Komm, jetzt hier. Aha. Kommt das jetzt? Passt das jetzt? Okay. Naja, okay, wir haben es geschafft, ne? Ich meine, wir haben, glaube ich, keinen Schaden, ne? Ist mir auch egal. So, pass mal auf, wie wir das ein bisschen so einstellen. So, jetzt müsst ihr vorne links, okay. Ich meine, ich bin, wie ihr wisst, kein Autofahrer. Da ist die Ampel rot. Da müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen stark gebremst, ne? Aber wir müssen jetzt nach links. Ein bisschen mal noch weiter nach rechts. Also, ich bin sehr unsicher, was diese ganze Fahrerei angeht. Okay, dann können wir rüber jetzt, ne? Fahren wir mal. Okay, so. Aber es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, soll ein bisschen gemütlich sein. Das ist auf jeden Fall, so, ich glaube, wir sind richtig. So, hier, ne, 50, okay. Wir sind noch nicht da. Rechts oben kann man nämlich das Tempo sehen. Besser als auf dem Tacho. Auf dem Tacho sehe ich das. Hier kann man 90 fahren, aber das geht hier ein bisschen bergauf. Das heißt, unsere Karre lässt 90 gar nicht zu. Liebe Leute, verdammte Kacke. Das ist das Problem. Man guckt einmal nur irgendwie die Kamera oder sonst wohin oder quatscht ein bisschen Scheiße, ne? Und schon, buff, gibt's eine Beule, ne? Das heißt, das ist, ich glaube, der UFO-Mann wird das wissen. Ich glaube, mit Lenkrad ist das einfacher, weil mit dem Gamepad muss man doch sehr, sehr oft nachsteuern und man muss halt immer mit dem Daumen dranbleiben, ne? Und, okay. Mal ganz kurz. Aha, das ist sehr schön hier. Oh, das ist. Oh. So, was machen wir jetzt? Mal ganz kurz. Oh, ich wollte doch nur. Ich. Was machen wir jetzt mal ganz kurz hier. Okay. Okay,
Hier ist die Verfolgerkamera. Oh, ich bin schon wieder gescharrt. Gehen wir schnell wieder zurück, ne? Und was sind eigentlich hier die andere Kamera? Oh, okay. So. Oh, naja, okay. Ich meine, noch ist. Ich habe noch keine Schadensmeldung gesehen. Ich gucke da auch nicht hin, die Leute, bin ich ehrlich. Ne? So, was haben wir jetzt hier? Wir dürfen 60 fahren, wir fahren aktuell 86. Ja, schön, ne? Die Felder da mit den Kugeln, das mit den gerollten Dingern, das ist, ach, das ist toll. Also die Umgebung, muss ich sagen, oh, wir können auch, der Wagen ist echt vom allerfeinsten, Freunde, ne? Ja, so, irgendwie sind wir ein bisschen schnell gerade unterwegs, aber das macht nichts. Wir dürfen 60, ja, komm. Wir fahren gerade ein bisschen 10 schneller, ja, nun, ich meine, wir sind Tracker, wir haben Termine, Freunde. Wir können nicht auf die Uhr gucken die ganze Zeit, wir müssen Gas geben, das ist... Meine lieben Leute, der gute Ricky Johnson ist da was am Mixen und wir haben hier letztes Mal ganz fütterliche Sachen gemacht. Wir waren auch bei den Möpsen in der Garderobe und wir schauen jetzt mal, was da jetzt so passieren tut. Ne? Tun die Handwerker, ich heiße euch willkommen. Herzlichst. So, jetzt gehen wir mal raus. Das alte, ne? Adventure-Regelspiel, wenn nichts passiert, einmal raus. Das ist unser Herzblatt, ne? Und wieder rein und dann wird's fein. Mit Schweinereien, das könnt ihr mir aber glauben, liebe Leute. The first time that I saw his face is when I realized he's got his daddy's eyes and his other daddy's smile. Danke! Vielen Dank! Danke Ihnen allen! Und jetzt brauchen wir einen Freiwilligen für den Unplugged-Teil unserer Show? Wer möchte mit unseren Dingern spielen? Unbedingt. Wow. Ja, was haben wir denn da? Einen Freiwilligen? Hallo, mein Hengst. Entschuldigt uns bitte. Wir müssen kurz was rausholen. Hey, Johnson. Wie wär's mit etwas gedämpfter Beleuchtung? Bitte. Oh, why don't you, Liebling? Findest du es auch so heiß hier drin? Unbedingt. Oh, Mama, ich bekomme schon wieder diese Gefühle. Ich auch. Schnapp ihn dir! Nur noch ein paar Meter. Diesmal schaffe ich es bestimmt. Ja, das waren sehr viele Japaner. Der war die Möpschen freigeschaltet. Ja, wunderbar. Das war doch jetzt der Liebste, Leute. Das ist. Meine Leute, das war aber Sex vom Allerfeinsten, würde ich sagen. Das eigentlich müsste das auf YouTube zensiert werden, aber ich. Wo kein Kläger, da kein Richter. Wir verraten nichts. So, meine Leute, das ist auf jeden Fall. Das waren die Möpse in Action. Und das war ganz schrecklich und wir, ja. Ich habe übrigens nochmal drüber nachgedacht, es könnte sein, wenn wir jetzt hier öfter mal spülen, dass dann tatsächlich noch ein Dildo rauskommt. Ich meine, mich dran erinnern. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir probieren das ein paar Mal. Okay, das war ein Ruderboot. Machen wir gleich nochmal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste dann ein Dildo rauskommen, liebe Leute. Okay, das war, glaube ich, Mr. Krabs. Ich weiß es nicht. Wir machen das nochmal. Das war ein laufendes P. Okay, nochmal. Ich will das jetzt sehen. Ich will das jetzt wissen. Ob da tatsächlich ein Dildo raus... Ich meine... Ich habe das ganz dunkel in Erinnerung, dass da noch ein Dildo draußen ist. Also, ich bin aber nicht sicher, Freunde. Crocodile Dundee, das... Okay, er will das so. Also machen wir das mal. Moment.
Okay. Das ist ein Auto, das sagt, ich bin angekommen. Und zwar viel schneller als du. Aber es hat so viel Leistung. Wann würde ich jemals so schnell fahren? Guter Mann, die Frage lautet nicht, wann fahre ich mal so schnell, sondern, hey Ladies, wer will mitfahren? Das ist ja mal ein cooler Verkäufer. Ja, wir wollen mitfahren. Und zwar jetzt sofort, nachdem es geladen hat. Ja, das ist aus dem Shiften. Wir können also... Oh ja, das ist wirklich mal ein Auto. Viel zu viel Power für ein Greenhorn, oder? Wie sieht denn der von... Ich wirklich Ärger bekommen. Ja, Sir, das könnten Sie sicher. Ich trete dann einfach mal drauf. Genau. Nur zu. Okay, boom, mal ganz kurz gucken. Überhole 10 Fahrzeuge. Das war Nummer 1, das war Nummer 2. So, okay. Darf ich jetzt annehmen, dass Sie eine Anzahlung auf das Auto machen? Wir testen noch mal. Wir sind noch nicht hier überzeugt. Also, sieht auf jeden Fall schon gut aus. Was sollen wir jetzt machen? Überholmanöver. Oh, das könnte eine Beule geben. Ja, das machen wir. Das ist ein guter Sieg. So, Ziel, Moment. Überhole 10, habe ich das nicht gemacht? 10 Fahrzeuge. Na gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Passen wir auf hier. Wupp. Okay. Ja, das Ding geht echt gut. Ich bin auch nicht überzeugt. Ich auch nicht. Mit der Kurvenlage. Das Auto fährt wie auf Schienen. Okay. Wie auf Schienen, ha? Ah, da kenne ich doch ein gutes Plätzchen. Ja, okay. Da müssen wir wahrscheinlich zurück. Ja, wie auf Schienen, merkst du. So. Moment, Ziel. Erreiche den Zielort. Okay. Ja, kriegen wir hin. Ich glaube, hier müssen wir vielleicht mal rechts fahren. Können wir rechts fahren? Okay. Ich glaube, ich fahre auf der falschen Seite. Aber pass mal, jetzt fahren wir hier mal rechts. Ist das richtig hier? Alright. Okay, wir fahren mal geradeaus. Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht, aber... wenn wir die Karre schon kaufen, dann muss sie auch was... Moment, Y. Okay, wir fahren mal geradeaus und fahren da vorne irgendwann rechts, genau. So machen wir es, Freunde. So wird's gemacht hier. Handbremse, genau. Oh, jetzt geht's hier ein bisschen bergauf, das finde ich cool. Das ist ja Frisco, ne? Genau, da gibt's sowas. Ja, okay, das üben wir nochmal. Alright, so, okay. Kann man sicher rauspolieren. Bitte mehr Vorsicht! Ja. Was? Was? 10 Meter innerhalb der Zone sprengen, was ich... Lesen und fahren ist für mich jetzt nicht ganz so leicht, liebe Leute. Ja, fliegt schön die Karre, finde ich gut. Gut, fahren wir zurück ins Büro, um die Finanzierung zu besprechen. Okay, Finanzierung. Ja, schon. Meine lieben Leute, willkommen hier, ne, auf der Insel, ne, mit unseren süßen Elefanten. Der hat sich hier letztes Mal so schön gesuhlt, ne, und ja, die Mama oder der Papa, ne. Papa, passt drauf auf, ne? Kriegt dann eine kleine, ne? Rüssellektion. Das kann man auf jeden Fall machen. So, pass mal auf. Was müssen wir jetzt? Wir haben jetzt hier ganz kurz mal schauen. Wir haben also auf jeden Fall unseren Elefanten klar gemacht. Wir haben unsere Erdmännchen, ne? Ihr seht, die Produktion ist bei denen angelaufen, ne? Wir sind 3 über Paar, ne? Jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Wo haben wir denn unsere? Nicht, dass jetzt die Herde zu groß wird, dann muss ich erstmal verbimmeln. Also ganz kurz mal schauen. Ich meine, uns. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. So, pass mal auf, Freunde, ne? Da ich euch kenne, Jungs, ne? So, werde ich euch verbimmeln. Ich werde euch jetzt auch unter 20 verbimmeln. Ja, ja, weil ich weiß, ne, ihr seid sehr produktiv, was das angeht. Und insofern, ne, ne, kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Ja, der wird mir zu groß. So. Aha. Ja. So, wir haben jetzt aktuell wieder, wie viele Erdmännchen? Komm, hier Aufgabe. Wir haben Erdmännchen 19. Pass auf, wir können noch ein paar verkloppen, denn wir wissen, ne, die sind äußerst produktiv, ne? Und so, pass mal auf, Kollege, du hier auch noch, ne? So, bitte sehr. Ja. Und dich verkaufen wir auch noch. So, jawohl. Gut, was machen wir als nächstes, Freunde? Ne? Wir haben jetzt hier unsere Elefanten eingerichtet. Ne, gar nicht wahr. Doch, hier sind unsere Elefanten. Okay, so, pass mal auf. Dann müssen wir jetzt als nächstes 5 Nashörner. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken hier, was wollen Nashörner so haben? Was brauchen die? Der Nilpferde müssen wir, glaube ich, 15 oder was. Auf jeden Fall immens groß. Wo sind Nashörner? So, pass mal auf hier. Filter, Nashorn und dann zeigt mal, was du auf der Hacke hast. Hör mal, Kollege. Gut, Gräser, Blätter wollen die auch. Kratzen und suhlen. Also ähnlich wie die Elefanten. Herdengröße 1 bis 8.
Wir brauchen